Hallo Leute, willkommen zu einem Video. Heute zeige ich euch, wie man einen Sportluftfilter von der Marke K&N bei einem Audi A4 wechselt. Und los geht's! So, wenn wir den Luftfilter rausholen, haben wir den Luftfilter, ein paar Aufkleber, wer die aufkleben möchte, noch ein Aufkleber. Ja. Jetzt können wir das Ganze auch schon wechseln. Ja, der Luftfilter befindet sich hier. Wir müssen jetzt den Luftansaugtrakt rausnehmen. Das Ganze machen wir hier so. Die Seite können wir abziehen und die andere Seite ist mit zwei Kreuzschrauben befestigt. Die schrauben wir jetzt ab. So, und nehmen die andere Seite auch raus. So, als nächstes lösen wir die zwei Kreuzschrauben von dem Luftfilterkasten. Die gehen bei euch nicht ganz raus. So, anschließend tun wir jetzt den Stecker vom Luftmassenmesser ab. Wieder typischer VW-Stecker, wie schon zigmal in den Videos gesehen, draufdrücken. Den Pin zurückdrücken und abziehen. So, und lösen jetzt den Luftansaugschlauch, die Schelle vom Luftmassenmesser. Und können das Ganze hier zur Seite drücken. Und können ihn so rausholen. Und nehmen den Unterdruckschlauch ab. So, und schon können wir den Luftfilter rausholen. So, wir haben hier ziemlich viele Blätter und Dreck. Wir tun jetzt den Luftansaugschlauch mit Papier zumachen, damit da kein Dreck reinkommt und pusten das Ganze einmal aus. Wenn ihr keinen Kompressor habt zum Auspusten, nehmt einen Staubsauger und holt das damit raus. Das Ganze einmal sauber und können dann neuen Luftfilter wieder reintun. In dem Luftansaugtrakt sitzt bei euch hier noch ein Filter, den holt ihr raus. So, und macht das Ganze hier auch einmal sauber und tut ihn dann wieder rein. Und anschließend das Papier aus dem Luftansaugtrakt wieder rausholen. Nehmen den neuen Luftfilter. Und setzen ihn. Achtet darauf, dass er überall gut drin sitzt. Und bauen das Ganze wieder zusammen. Nehmen den Luftfilterkasten. Setzen den hier wieder rein in die Führung. So, und anschließend tun wir den Unterdruckschlauch auch wieder drauf, so dass die Klammern da unten hier unten in die Führung reinfahren. So, und achtet darauf, dass die Schrauben bei euch angehoben hier unten reinkommen. So. Und könnt nun den Luftansaugschlauch wieder drauf tun, das Ganze wieder festziehen und den Stecker wieder drauf machen. So, und tun jetzt die Schelle von dem Luftansaugschlauch wieder festmachen. So, das Ganze mit Gefühl festziehen. So, und tun jetzt die zwei Kreuzschrauben wieder festziehen. So, und bauen nun den Luftansaugtrakt wieder zusammen. So, und tun jetzt einmal hier
den Luftansauger wieder reintun, der Anteil davon. Setzen die Schrauben an. So, stecken den anderen Teil hier wieder zusammen und machen ihn in den Luftfilter wieder rein. Das war's auch schon. Ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, in den Serviceheft einzutragen, dass ihr den Luftfilter gewechselt habt. K&N schreibt vor, dass man den alle 80.000 wechselt. Befolgt das auch, wenn ihr das nicht tut, kann es passieren, dass der Luftmassenmesser ganz häufig dadurch kaputt geht, weil weniger Luft durchströmt und der Luftmassenmesser dann zu heiß wird und kaputt geht. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat und ich euch dabei weitergeholfen habe, dann lasst mir einen Daumen da, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.